Hallo, Sam. Tag, Lilith. Eine Frage. Wenn ich ein großes Problem hätte und mit jemandem darüber reden müsste, wäre es eine sehr stereotype Vorgehensweise, wenn ich mich an einen Barkeeper wende? Naja, das kommt darauf an. Auf was? Auf das, was du gesagt hast. Ich habe völlig versagt. Versagt als Mutter, das heißt auch als Frau und auch als Mensch. Gibt es hier im Cheers einen Drink für Versager? Warte mal, Phil, was trinkst du? Einen Manhattan. Ein Manhattan. Weißt du, ich würde sehr viel darauf wetten, dass du eine ziemlich gute Mutter bist. Ja, naja. Da diese Aussage von einem völlig unreifen Menschen kommt, der in der Pubertät stehen geblieben ist und das Niveau eines Sechsjährigen besitzt, wirst du es mir verzeihen, wenn ich nicht aufspringe, dir um den Hals falle und rufe, ehrlich, Sam, meinst du wirklich? Ja, es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich bloß verbittert, weil Fraser mit dem Kind mehr Erfolg hat und ich versagt habe. Er hat in der Tat einen besseren Einfluss auf mein wunderbares Baby. Hey, ihr werdet es nicht glauben. Der kleine Freddy hat Cliff im Dart geschlagen. Fraser! Was tust du denn hier? Ich habe dir meinen Sohn nicht überlassen, damit du den ganzen Tag mit ihm in einer Spelunke verbringst. Ja, weißt du, mein Zauberhäschen, ich meine, wir sind erst seit 10 Minuten hier. Du lügst. Ja, ich lüge, aber ich dachte, es würde Frederick hier gefallen. Es würde ihm gefallen in einer Bar? Er ist 11 Monate alt. Könntest du mir sagen, was er hier lernen soll? Naja, ich dachte, dieser Besuch wäre lehrreich für ihn. Bitte, er wird nicht in dieser Bar sein erstes Wort sprechen. Guten Tag zusammen. Er hat Mommy gesagt.